In Berlin begrüße ich den Hauptstadtkorrespondenten der Süddeutschen Zeitung. Guten Tag, Christoph Hickmann. Schönen guten Morgen. 3 Wochen lang schon Kita-Streik, vielleicht kriegen wir noch einen Poststreik, ein neues Selbstbewusstsein der deutschen Gewerkschaften. Naja, was mich bei der ganzen Debatte immer ein wenig wundert, wir haben ja gerade im Beitrag gesehen, die Solidarität beginnt jetzt langsam zu bröckeln, auch im Fall des Kita-Streiks. Was mich wundert, ist, dass wir uns darüber wundern, dass Streik Belastung bedeutet. Die Gewerkschaften zeigen mal wieder, was sie können, nämlich Druck auf die Gesellschaft, Druck auf Arbeitgeber ausüben. Und das ist letztlich auch ihre Aufgabe. Von daher ist es, denke ich, alles so, wie es eigentlich sein sollte. Also Sie sehen das recht entspannt. Die Betroffenen, das verstehe ich natürlich, sehen das weniger entspannt. Da haben sie auch jedes Recht zu. Ich denke, nur gesamtgesellschaftlich betrachtet ist es einfach so, dass ein Streik wehtun muss, weil es sonst gar nicht möglich ist, Interessen gegen eine strukturell mächtigere Seite durchzusetzen. Gut, dann kommen wir zu der Parteipolitik. Sebastian Edati muss seine SPD-Mitgliedschaft für 3 Jahre ruhen lassen. Wie finden Sie das? Das finde ich, wenn man das mal von der Seite der SPD betrachtet, also einer Partei, die sich, ich sage das mal ein bisschen salopp, immer für die Mühseligen und Beladenen eingesetzt hat, beschämend. Denn Edati ist erst einmal kein Opfer. Er hat sich moralisch sicherlich ein absolut undiskutables Verhalten zu Schulden kommen lassen. Und trotzdem steht es der SPD, wie gesagt, einer Partei, die sich immer auch für die Schwachen und für die Gefallenen in der Gesellschaft eingesetzt hat, nicht gut zu Gesicht, solch einen Mann, der ohnehin am Boden liegt, auch noch damit zu bestrafen, dass sie versucht, ihn aus ihrer Mitte auszustoßen, am Ende erfolglos. Ja, also was hätte man machen sollen? Die SPD ist ja durchaus in der Zwickmühle. Da gehe ich mal auf die taktische Ebene und sage, die SPD hätte sich einfach mal 1 Woche lang schlechte Presse und Vorwürfe gefallen lassen müssen. Dann hätte über dieses Thema, nämlich dass Herr Edati in der SPD ist, ohnehin kaum noch jemand geredet. Überdies legt der Herr Edati gerade jetzt, also im Nachgang zur Eröffnung dieses Verfahrens, erst das parteischädigende Verhalten an den Tag, indem er sich ständig auf Facebook äußert, indem er vertrauliche SMS von Parteifreunden veröffentlicht. Von daher hat sich dieser Mann eigentlich erst im Nachgang selbst ausgestoßen. Es wäre gar nicht notwendig gewesen, dass die SPD selbst solche Schritte überhaupt ergreift. Ja, also da sind tiefe Wunden geschlagen worden auf allen möglichen Seiten. Sigmar Gabriel wollte ja den Parteiausschluss, für ihn ein bisschen eine Schlappe auch, ne? Man kann das so sehen. Eine noch herbere Schlappe wäre es natürlich gewesen, wenn die Schiedskommission zu dem Ergebnis gekommen wäre. Wir unternehmen überhaupt nichts, alles bleibt, wie es ist. Von daher lese ich dieses Ergebnis auch ein bisschen als den Versuch, Herrn Gabriel da die Nase im Gesicht zu lassen. Ich möchte auf ein anderes Thema kommen, was auch mit der SPD zu tun hat und wo offenbar die SPD in sich uneins ist, und zwar bei der Vorratsdatenspeicherung. Können Sie das mal erklären? Wo genau sind die Unterschiede innerhalb der SPD? Worum geht es da? Es geht darum, dass die SPD im Jahr 2011 einen Parteitagsbeschluss gefasst hat, der sich für die Vorratsdatenspeicherung ausspricht. So. Des Weiteren haben wir jetzt gerade ein Vorhaben des Bundeskabinetts, betrieben vom Bundesjustizminister Heiko Maas, das auf die Wiedereinführung dieses umstrittenen Instruments zielt. Auf der anderen Seite haben wir an der SPD-Basis starke Bestrebungen gegen die Vorratsdatenspeicherung. Da hat sich im Vorfeld des kleinen Parteitags in 2,5 Wochen eine Bewegung aufgemacht, um zu sagen, wir möchten das verhindern. Da stapeln sich die Anträge. So, und nun ist die sogenannte Antragskommission der SPD zu dem Ergebnis gekommen, wir lassen diese Debatte auf dem Parteitag zu und wir lassen am Ende auch abstimmen. Sprich, am Ende gibt es die Möglichkeit, dass da eine Schlappe für Maas und Parteichef Gabriel steht, nämlich das eindeutige Votum, wir wollen keine Vorratsdatenspeicherung. Das wäre ein ernsthaftes Problem, vor allen Dingen für den Parteichef. Allerdings denke ich, dass die Delegierten dieses kleinen Parteitags am Ende immer der Stabilität der Regierung den Vorzug geben werden. Ein solches Votum also am Ende vielleicht doch nicht zustande kommt. Sprechen wir über die Maut. Da droht ja die Europäische Kommission möglicherweise, wenn es hart auf hart kommt, sogar den Europäischen Gerichtshof anzurufen. Was halten Sie davon? Naja, jetzt befindet sich die CSU natürlich in einer aus ihrer Sicht ganz fürchterlichen Lage. Sie hatte ein zentrales Wahlkampfversprechen, das war die Maut, ohne die sogenannten Inländer stärker zu belasten. Wenn das nun von europäischer Seite gekippt wird, dann wäre das natürlich die größtmögliche Niederlage, weil sie ihr Wahlversprechen, keinen Inländer stärker zu belasten, nicht hätte halten können.
Auf der anderen Seite besteht natürlich die Möglichkeit, dass diese Entscheidung erst dann fällt, wenn diese Regierung nicht mehr im Amt ist, dass das dann also andere verantworten und umsetzen müssen. Die Kanzlerin bereitet ihren G7-Gipfel in Elmau vor und wir haben es gerade gesehen, die Digitalisierung spielt da eine große Rolle. Welche Figur macht da die Kanzlerin in dem internationalen Konzert? Naja, wir sehen ja alle und auch das wieder gestern an dem Krisengipfel, der im Kanzleramt stattgefunden hat, mit eilig eingeflogenen Personen, dass sie da im Moment die zentrale Figur ist. Das liegt nicht nur an der Gastgeberrolle Deutschlands, sondern allein daran, dass sie jetzt seit langer Zeit regiert, sich im internationalen Geschäft zur absolut festen Größe etabliert hat und eben natürlich auch daran, dass ohne die Wirtschaftskraft Deutschlands und, wenn wir über den digitalen Sektor sprechen, auch die Innovationskraft Deutschlands in Europa eben wenig bis nichts geht. Ein Schwerpunkt auch der Bundesregierung ist im Ausland die Außenpolitik und die Rolle der Kanzlerin in der Ukraine. Und da haben wir es jetzt aber mit einer heiklen Sache zu tun, nämlich mit der Veröffentlichung der schwarzen Liste aus Moskau. Wie ist da Ihre Einstellung? Da scheint ja Berlin relativ gelassen darauf reagiert zu haben. Ja, was soll man auch tun? Man kann über die Motive, warum einzelne Personen jetzt da ausgewählt wurden, ohnehin nur spekulieren. Ich habe beispielsweise gestern mit dem Inspekteur der deutschen Luftwaffe über das Thema gesprochen, Karl Müllner, der sich als einziger deutscher Soldat auch auf dieser Liste wiederfindet. Und ich glaube, es gibt für einen deutschen Luftwaffeninspekteur, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, ohnehin lohnendere Reiseziele als Moskau im Moment. Von daher, außer Gelassenheit kann man da ohnehin wenig an Reaktion folgen lassen. Sehr schön. Vielen Dank, Christoph Hickmann von der Süddeutschen Zeitung in Berlin, für dieses Gespräch. Ich danke ebenso.